dir zum Sprintrennen vom großen Preis von Großbritannien. Ich bin mehr hyped heute drauf und werden noch ein bisschen über das ganze Qualifying reden, obwohl es ja nicht üblich ist, dass das dort ist. Also abonniert den Channel auf jeden Fall gern. Es wird einiges heute zu besprechen sein und auch zu diskutieren von diesen Rennen. Schaut auch gerne auf Instagram und vor allem gerne auf TikTok, weil da kommen auch immer coole kleine Clips online, die hoffentlich funny für euch sind. Falls nicht, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Oder falls ihr von TikTok gerade kommt, könnt ihr auch das gerne in die Kommentare schreiben. Freut mich immer wieder, wenn ich irgendwie Leute dazu bringen kann, meine Videos anzugucken. Nein, das hört sich jetzt schlimm an, aber es freut mich natürlich, wenn so viele Leute wie möglich diese Videos auf unserem Channel hier gucken. Die WM haben wir auch, bei der WM haben wir auch einiges geplant und natürlich wird auch bald vom Lens rauskommen. Also ich sage zwar immer bald, aber es wird natürlich schon noch 2 Monate dauern. Also ist es natürlich schon noch länger. Aber ja, natürlich die Vorfreude ist bekanntlich die größte Freude. Wir sind hier in Großbritannien nach dem übertrieben knappen Rennen letztes Mal. Dürfen wir heute vom 7. Platz starten. Das bedeutet, wir sind immerhin Zweiter geworden. Wird heute übelst schwierig werden. Aber unser Start ist sehr gut. Wir haben hier den gleichen Start erst, ich will sagen, wie Eilert, aber dann zieht er vorbei. Also eher so wie Aitken. Der hat auch an Boden verloren. Aber jetzt haben beide hier an Boden verloren gegen uns. Da hat es hinten ein bisschen gekracht. Da ist gelb. Aber wir haben hier grün, während wir hier unseren Teamkollegen holen, Jay Waller, und wieder zieht hier Matsushita vor uns weg. Wir müssen hier halt drauf bleiben. Oh, leichter Quersteher, der hat das Ganze nicht unbedingt verbessert, aber jetzt hat er irgendwie eine komische Linie gefahren und hat da gar nichts gemacht. Ich weiß nicht genau, was hier das Problem von Daro Waller war. Er ist ganz, ganz innen gefahren und ja, das Problem ist halt, dass wieder zwei auf dem ersten Platz herumfahren und die pushen sich halt gegenseitig so hinauf und überhaupt der zweite, der bekommt immer Windschatten und du kannst einfach nicht, wenn du hinterher fährst, kannst du nicht diesen fetten Windschatten abgreifen. Wir müssen uns hier sogar gegen Dan Ticktum wehren, der echt knapp hinter uns dran klebt und auch unser Teamkollege, der ist nicht weit weg. Also es wird wieder ein sehr heikles Rennen, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Wir müssen hier alles reinpushen. Ich hatte echt nicht geglaubt, nach dem echt easy Rennen in Österreich, dass wir hier so strugglen werden. Also es ist jetzt, ich mag die Strecke extrem gern, gib aber auch zu, dass ich nicht gerade der Beste bin. Also wirklich, ich muss hier mich schon teilweise hardcore verteidigen. Ja, hier, ich wollte, ja genau, und da zieht er rein und das meine ich halt, das sind halt diese ganzen Shit-Sachen, die so viel Zeit kosten, dass wir jetzt schon 2 Sekunden von Matsushita und Piquet weg sind. Ich hoffe natürlich, dass die, wenn die erst losgeht, endlich ein bisschen zum Fighten anfangen und wir nicht von Ticktum und Daro Waller verbrannt worden sind, also das hoffe ich natürlich auch größtenteils, aber hier gut aus der letzten Kurve rausgekommen, Pietro Piquet natürlich die schnellste Rennrunde, das macht immer der Erste bekanntlich in der ersten Runde. Aber wir haben Lila im letzten Sektor und das ist natürlich groß. Das ist großartig. Das ist echt mega. Wir gucken uns nochmal den Start an. Wir sind das vierte Auto rechts. Also die ganze Spitze ist irgendwie eingeschlafen gestartet. Wir sind jetzt gerade, dass so ein reingestochen ist, das Auto. Hier dieser Red Bull, der in der ersten Kurve hier echt gut am Boden gemacht hat. Den hat es weggedreht hinter uns. Aitken hat es weggedreht. Deswegen gab es da die gelbe Fahne. Ja, hier dann schon. Ja, genau. Genau. Ich wollte. Ja, ich dachte mir, ich ziehe so rüber. War keiner da. Ich dachte mir, ja gut, dann kann ich ja zumachen. Und dann ist er da. Und schaut mal, wie knapp das auch die ganze Zeit hier ist. Das wird heute echt ein sehr, sehr harter Fight gegen Danny Boy. Die Formel 2 hat ja auch begonnen. Die haben heute schon die Qualifying gehabt. Ist aber ganz. Ich kenne ihn nicht, sorry. Ich liebe die Formel 2. Aber das gibt es halt leider nur im Formel 1 TV zu gucken. Und ja, deswegen ist es natürlich sad und auch nur für die Österreicher unter euch. Die Deutschen, die wissen es ja, die dürfen nur Sky benutzen. Das ist halt echt scheiße. Also wirklich, dass es nur eine Macht gibt und die dann, was muss man dann auch noch bezahlen? Dass die so die Alleinrechte für ein ganzes Land haben, ist echt beschissen. Also die haben schon genug bezahlt, aber Sky muss man sich halt auch leisten oder gönnen, sagen wir mal leisten wollen. Deswegen, ja, Lila im letzten Sektor und wir sehen, ja, Matsushita setzt sich hier hardcore ab. Piquet kann die Pace nicht halten. Wir schließen ein wenig auf Piquet auf, aber das wird noch ein bisschen dauern. Wir kennen das vom letzten Rennen. Hier, wenn man denkt, man kann überholen, dann musst du noch 2 Runden dran rechnen. Also, ich bin jetzt nicht der schlechteste Fahrer, aber die Formel 2 hat mir überhaupt auf der Strecke gezeigt, da ist es immer schwierig, wirklich mitzuhalten mit der KI. Ihr könnt natürlich auch gerne später vorbeischauen. Da werden wir auch noch auf Tschernobyl
das heutige Tschernobyl reagieren. Ich bin mega hyped auf, das, auf die Reaction, also kommt unbedingt gern vorbei. Es ist so crazy, was sich alles da getan hat, also schaut unbedingt gern vorbei. Aber wir sind hier am, ja, am Arsch sind wir noch, am allerwertesten sind wir noch nicht dran von Piqué, aber schon sehr knapp dahinter. Auch TikTok, der Junge, der kommt nicht weg, also er kommt mir auch nicht nah, also er greift jetzt nicht an, aber die 0,6, die habe ich schon gefühlt seit drei Runden und er holt nicht auf, ich hole auch nicht, ich komme nicht weg. Ist klar, weil ihr hattet DS, ich habe kein DS, aber jetzt bin ich mir das erste Mal sicher, dass wir hier ein bisschen wegkommen werden von TikTok. Und schaut mal links an der Zeit, Tatsache, er holt nicht auf, oder? Nein, also es ist immer so gleich, wir droppen und steigen. Hier wollte ich mal reinstechen, denke mir so, nee, lieber nicht. Du fängst doch mit der Zeit an, so zu überlegen. Okay, das gibt eine Verwarnung, gut. Du fängst doch mit der, ich bin eigentlich, ja, gut reingekommen und hier raus, perfekto. Einfach nur wunderbar. Unser erstes Überholmanöver. Okay, wir haben beim Start schon genug überholt, aber trotzdem. Was? Was? Die Ampel hier. Rot, grün, lila. Und trotzdem hat Matsushita. Im letzten Sektor dominieren wir. Aber im Rest Matsushita halt. Ach, letztes Mal Drugovic, heute Matsushita. Dieses scheiß MP. Keine Ahnung, wie dieses Rennteam hast. Aber ja, hier gut reingebremst. Und dann einfach mal, ja, so ein bisschen härter hier die Kurve genommen. Die nehme ich aber immer auch gerne hart, weil, okay, das hat sich jetzt echt beschissen angehört, aber die fahre ich immer gerne ein bisschen grober, weil, wenn du links über diesen Sausage Cup, da dreht sich sofort weg und das ist halt, so, jetzt gibt's gelb, Mick Schumacher ist draußen. Ich habe schon gehofft, dass der Matsushita steht, aber nein. Also natürlich muss Mick stehen. Naja, ich will natürlich den Win nicht geschenkt bekommen oder so, aber wäre halt schon mal easy, ja genau, wie wir uns abbremsen müssen, wäre halt schon easy, wenn wir, ja, wie soll ich sagen, wenn wir da ein bisschen, ja mal, ich will nicht mal sagen, dass wir ein Geschenk bekommen, den Zuno, also ich bin jetzt mal nur da, aber es wäre schon ziemlich cool, wenn wir da, wenn er mal langsamer werden würde, das hatten wir auch in Formel 1 schon öfters, aber das passiert einfach nicht. Falls ihr Bock habt auf mehr Formel 1, kann ich nur ein bisschen Eigenwerbung machen. Morgen kommt die Mega-Season, das Qualifying und das Training und natürlich meine Review zum Training und meine Vorhersage zum Rennen dann. Ist ein bisschen kompliziert, Freitag wird ja nicht gefahren in Monaco, die haben ja da striktes Fahrverbot, aber ich glaube, einerseits wahrscheinlich wegen dem Verkehr, aber ich glaube immer geglaubt, dass da ein Feiertag bei denen ist. Ich weiß nicht genau. Wie gesagt, Samstag dann wieder wie immer Monaco Hotlap. Sonntag könnt ihr auch noch, bis heute Abend könnt ihr noch abstimmen, mit welchem Team wir die Hotlap fahren werden. Also stimmt auf jeden Fall gerne fleißig ab auf unseren auf meinem privaten TikTok-Account, also auf It's Toby, da könnt ihr gerne, der ist auch unten verlinkt, da könnt ihr gerne draufklicken. Ich glaube, ist schon ein paar Videos her, also gestern kamen allein 6 Clips, also 6 kleine Videos. Müsste schon ein bisschen weit unten sein, aber klickt doch einfach durch. Könnt doch gerne dort bleiben und gleich das Plus wegmachen. Aber wir sind hier in der letzten Runde, wie zu erwarten, Alter, der schießt weg, das ist unnormal. Wir hatten ja einerseits leider das VSC, das hat uns das komplette Rennen zerstört. Also wirklich, das VSC hat uns 4 Sekunden zu TikTok genommen und die 4 auch zu Matsushita, weil wir uns da so hardcore bremsen mussten auf der Geraden, ich weiß nicht warum, aber das hat einfach so viel Zeit gekostet, dass wir den Boden einfach nicht mehr gut machen konnten. Er fährt ja auch wie ein Wahnsinniger, holt wahrscheinlich auch wieder die schnellste Rennrunde. Ich weiß nicht genau, wie die das immer machen. Ich meine, in der letzten Runde habe ich schon das öfters zusammengebracht, aber ja, und jetzt komm, fahr drüber, hol dir die schnellste Rennrunde. Ich meine, verdient hast du es dir und zack. Sag ich ja, der ist wie ein Psychopath gefahren, eine halbe Sekunde schneller und da können wir auch nicht mithalten. Leider nicht, war knapp wieder mit der Spitze, aber leider, Matsushita heute wieder zu gut. Also, zu gut ist ein blödes Wort, aber der hatte halt mehr Glück mit dem VSC wirklich. Also das VSC hat halt echt einiges kaputt gemacht. Ich will mich nicht darauf ausreden, wir hätten schneller fahren können oder ich hätte schneller fahren müssen, aber es ist einfach heute nichts gegangen. Zweiter Platz, wieder. Also, wir kommen nicht weg aus, wir kommen aus Großbritannien nur mit zweiten Plätzen weg. Ich meine, wir haben jetzt nicht zu viel am Boden verloren, aber trotzdem ist es nervig. Salala, hier das MP-Motor, sag ich ja. Ich träume heute Nacht noch von dem MP-Motorsport. Das Team ist einfach grandios. Letzte Woche, letztens Drugovic, Link ist natürlich oben in der Bio. Und heute jetzt wieder Matsushita hier. Es ist ein Wahnsinn, was diese für eine Pace durch... Oh mein Gott, du siehst aus wie Sato. Wie Takuma Sato. Aber ja, wie gesagt,
trotzdem, richtig gutes Rennen, war mega spaßig, richtig großes Talent, auch Dan Ticktum, da bin ich mega gespannt, wie sich der am Sonntag oder am Samstag auch beim Rennen schlägt. Ich liebe die Formel 2, es ist einfach, der. Ich muss sagen, von allen drei Formelsport, also Formel 3, 2 und 1, ist die 2 die spannendste, wirklich. In Monaco wird es noch spannender werden, deswegen, ja, werden wir auf jeden Fall da mal hingucken. 5,7 Sekunden ist schon eine Hausnummer, wenn man dann zum ersten weg ist. Also, nächstes Rennen ist dann Ungarn, wird auch sehr spannend werden. Unser Teamkollege Vierter hat knapp das Podium verpasst gegen Dan Ticktum. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, abonniert den Channel gern. Ich muss sagen, es war grandios, wirklich. Hat Spaß gemacht das Wochenende, aber ich hoffe, Ungarn wird besser. Abonniert den Channel gern, falls ihr Bock drauf habt, auf mehr Videos. Wir werden auch später, wie gesagt, reacten auf ein cooles Chernobyl-Video. Schaut euch gerne auf Insta und TikTok vorbei, wie immer coole kleine Clips online. Und da fährt ihr auch sofort, wenn irgendwas Neues ist auf unserem Kanal. Also schaut auch gern vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken, die Playlist ist oben verlinkt. Bis zum nächsten Mal und ciao.